Oh nein, er kommt. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Drücken wir einfach den grünen Knopf. Was haltet ihr davon? Wir gehen hier rein. Gehen hier hoch. Wer ist da? Hier, ich bin's. Hallo. Na, warte! Dich. Ja, ja, das hast du schon gesagt. Du kriegst uns doch eh nicht. Wir haben einen Spind. So, da drin versteckt. Renn schneller, los. Ich will heute noch da hoch. Hey! Wo bist du hin? Ich bin im Spind. So. Jetzt den grünen Knopf drücken. Warte. Das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. Mist, okay. Oh nein, er kommt. Hey, wie bist du? Okay, dann haben wir schon mal einen Weg, das Haupttor aufzukriegen. Marsch, zurück zu den anderen! Und lass dich hier nicht wieder blicken! Sehr schön. Gefällt mir doch. Sind wir hier, gehen wir mal dahin. So. Dieser Hänger verleitet mich gerade nochmal. Hallo? Nein, bitte nicht. Ich bin doch kurz vorm Speicherbildschirm. Okay, das verstehe jetzt, wer will. Ist es jetzt hängen geblieben? Einen Moment. Ja, in Ordnung. Ich unterbreche damit jetzt die Aufnahme. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, da wäre ich wieder. Ich hoffe, ich habe alles wieder so weit hergestellt. War nicht allzu viel zu tun. So, dann gucken wir uns mal hier die Limousine an. Oh oh. Wer war das? Oh, 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 oh. Sehr gut, wenn wir das ja haben, dann können wir ja vielleicht hier. Und dann hier hoch. Jawohl, so. Generalschlüssel. Ja! Da, 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 da. So, hätten wir das auch, dann können wir noch hier rein. Ja! Jawohl. So, Schlüsselmeister Lee. Ich speichere aber auch hier nochmal vorher ab. Spannung. So. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Zu freundlich. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälzt die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. So gehört sich das. Du bist frei! Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Ach ja. Schlag ruhig weiter, Wurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Ja, ja, genau. So, das heißt, wir haben tatsächlich Generalschlüssel jetzt komplett bekommen. Wir müssen jetzt ein Auto oder oh, eine oh, andere. Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry. Kennen wir schon, lieber. Ja. Nach gehen wir direkt. Nein, Edna, hier, bitte. Genau, dann gehen wir nämlich direkt hier in den Wäschelift. Ich glaube, das geht ein wenig schneller. So, bitteschön. Einmal Wäschelift, bitte. Keine Reaktion.
Scheinbar haben sie das Wäscheliftsystem über Mittag ausgeschaltet. Oh nein, jetzt hängen wir hier fest. Super Sache. Ich dachte, vielleicht hätte sich Dr. Marcel hierhin verkrümelt. Na, dann gehen wir mal das Büro gucken. Jetzt hängen wir hier fest, das ist natürlich auch klasse. So, mal gucken. Nö, der ist nicht hier. Gut. Das freut mich. Guck mal, was Blase auf dem Klo so macht. Weil, im Moment hängen wir hier fest und ich hätte nur eine Ahnung gehabt, was wir tun, wenn wir da unten sind, aber hier... Hallo? Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Bist du das Neue? Klar. Dauert's denn noch lang? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. Gut zu wissen. Ja. Anscheinend ist jetzt auch nicht so gesprächig. Hey, ist da jemand? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir hängen jetzt in den oberen Etagen fest, da der Wäschelift nicht mehr funktioniert. Allerdings frage ich mich, wie es jetzt unten aussieht, wo jetzt die ganzen Leute ja weg sind. Ich meine, nur anscheinend ist nur der Schlüsselmeister da geblieben, wo er war. So, der Alumann war eh weg, jetzt ist Droggy weg. Gibt's nichts. Adrian ist auch weg. Hier war eh keiner. Ach, Wachsstifte. Ich erinnere mich. Der, Bienenmann hatte doch Wachsstifte. Wachsstifte, die der Bienenmann nicht hergeben wollte. Tut mir leid, da musste ich husten. Die können wir doch jetzt mitnehmen. Aber was uns das bringt, ist die andere Frage. Nein, der Kugelschreiber ist um Klassen besser. Jetzt willst du mich doch ärgern. Manu. Habt ihr morgens auch manchmal dieses wachsige Gefühl im Mund? Nein, der Kugelschreiber ist um Klassen besser. Ach, nerv nicht. Die sind lausig im Vergleich zu meinem Superkuli. Ich hau dich gleich. Barmann ist ja... Den haben wir ja schon selber vertrieben. Barmann ist ja... Den haben wir ja schon selber vertrieben. Ein wenig nervig das Ganze, aber vielleicht was ist mit dem Bart? So. Können wir das Licht wieder anmachen? Ach nö, mir gefällt diese Partystimmung. Toll. Ah ja, das übliche, wir bleiben hängen und haben keine Ahnung, was zu tun ist. Nein, weil ehrlich... Oh, sogar der Fahrgast ist weg. Schade. Der Wäschelift ist inaktiv. Na toll. Das heißt, wir waren im Keller, sind es aber jetzt nicht mehr. Ach, der elektrische Stuhl. Da war doch noch was. Ich erinnere mich. Da kamen wir ja nicht hin. Ne, das ist eine Etage über uns. Oh, oh. Ja, genau. Das war über uns. Mal gucken, ob da jetzt was los ist. Nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Das sollte ich lieber... Wo ist denn Alumann hin? Ja, Professor Nox Raum, der Fernsehraum. Alu? Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein.
Das Haupttor lässt sich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Naja, das Problem mit dem Wachturm haben wir ja schon geklärt. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Fesselballon aus Styropor, reichlich Anlauf, Vishnu, damit wir unsichtbar sind, ein Restaurant und kochen uns die Freiheit, besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Warum isst du denn nicht in der Kantine? Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Das denke ich mir. Ich komme dann später wieder. Das heißt, er analysiert gerade die Funkwellen, wenn ich das richtig sehe. Ey, eine Topfpflanze. Schnippdi-schnapp. Ja, ihr Lachen ist so schön. Pflanzen, Stuhl, ja, ist doch alles doof. Alles doof. Da kommen wir nicht runter. Hier kommen wir nicht weiter. Also was mir jetzt noch ein... Oh, eigentlich habe ich genug geschlafen, tut mir leid. Was mir jetzt noch einfallen würde... wäre irgendwie über das Dach, aber ich wüsste nicht, wie wir da irgendwas schaffen sollen. Obwohl, warte, Moment. Hier können wir doch rein. Licht an. Nicht. Gut. Radioaktiv. Schmeckt nach Ananas. Kegel, Bowlingkugel, Kartons. Moment. Genug Schaden angerichtet. Genug Schaden. Ja, Bowlingkugel. Geht nicht. Die Kegel sind... Können wir die ja mitnehmen? Die schleppe ich Das? Da dürfte kaum... Ich hätte es aber gerne mitgenommen. Unten. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Nein, da kamen wir ja eben auch schon hin, aber... Ich hätte gedacht, wir können was aufs Auto schmeißen vielleicht. Also, wir sind hier drin eingesperrt. Wir kommen nirgendwo mehr hin, weil dieser blöde... Wäschelift ausgeschaltet ist. Hier waren wir auch schon, ne? Ja, tut mir leid. Und der Chauffeur uns nervt. Den Chauffeur haben wir bereits einmal wegbekommen, indem wir... Mal gucken, nochmal hier in den Raum. Schade. Indem wir seine Limousine angefasst haben. Nochmal in dem Raum gewesen. Waschbecken. So, da hinten. Hier waren Hodi und Moti. So, Schlüsselmeister, red mal mit mir. Schlag. Ja. So, der übliche Hänger, wie es scheint.